Ja, mein Name ist Oliver Klass und ich schicke euch jetzt nochmal schnell ein kleines Video hinten dran zu den Bildern von dem neuen Racer Carbon E-Mountainbike. Ich habe es ein bisschen hier auch ein bisschen höher gestellt auf den Mittelmotor, wofür die 250 Watt, 36 Volt. Warum? Weil ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten wollte. Shimano hydraulische Scheibenbremsen. Schaltung SLX, auch Shimano. Aber diesen Sound müsstet ihr eigentlich mal anhören. Nadellager. Vollcarbon. Santur Federgabel. Wie gesagt, Shimano. Hydraulische Scheibenbremsen. Unterstützung bis 25 Stundenkilometer. In Vollcarbon mit einem voll integrierten Akku, Lithium-Ionen, 10 oder 11 Amperestunden, Racer E-Mountainbike aus Carbon.